Alhamdulillah, wa shukru lillahi wahdah. Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala um den Tawfiq, um die Möglichkeit, Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken und an solchen Sitzungen dabei zu sein, wo man Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt und über seine Religion lernt. Ich hatte schon zuvor mit euch gesprochen über den Dhikrullah, über das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Gedenken Allahs ist, wie wir jetzt wissen, eine der besten Taten, wenn nicht die beste Tat im Islam. Aber es gibt natürlich verschiedene Arten, wie man Allah gedenkt. Eine der allerbesten Taten, liebe Geschwister, wie man Allah gedenken kann, ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittet. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wa sallam sagte im Hadith, der authentisch überliefert wurde, bei Imam al-Tirmidhi von Anas ibn Malik radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass Allah gesagt hat. Also das ist ein was? Das ist jetzt ein Hadith Qudusi. Ein Hadith Qudusi. In diesem Hadith sagt Allah azza wa jalla selbst, er sagt, O mein Diener, solange du mich um Vergebung bittest, werde ich dir vergeben. Wala ubali. Und es kümmert mich nicht. Ich mache es einfach. Ich vergebe dir einfach. Und solange du mich um Vergebung bittest und anflehst, sogar wenn deine Sünden bis zu den Wolken des Himmels reichen, dann werde ich dir vergeben und es kümmert mich nicht. Ich mache es einfach. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O mein Diener, wenn du mich um Vergebung bittest, wenn du sagst, Astaghfirullah oder Astaghfirullah wa atubu ilayhi, O Allah, ich bitte dich um Vergebung. Wenn du das machst und die Erde ist gefüllt mit den Sünden, deine Sünden haben die komplette Erde gefüllt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und du bittest mich um Vergebung, ich vergebe dir. Wenn du zu mir zurückkommst, mit der Bedingung, dass du zu mir zurückkommst, du hast keinen Schirk gemacht. Du hast mir keine Götter zur Seite gestellt, keine Götzen angebetet. Wir lernten das letzte Mal, liebe Geschwister, das schöne Bittgebet von unserem Propheten Yunus, alayhi salam, als er im Wal war, als er sprach, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Allah, oh Allah, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer deine Majestät. Und ich war wirklich einer der Sündiger und einer, der Falsches gemacht hat. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagte direkt im Anschluss, Fastajibna lah. Wir haben ihm dann seine Bitte sofort erhört. Wir haben ihm sofort seine Bitte erhört. Am Ende des Verses sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Und ebenfalls genauso, so wie wir Yunus gerettet haben, als er einen Fehler gemacht hat und als er in der Dunkelheit der Nacht, in der Dunkelheit des Meeres, in der Dunkelheit der Tiefe, in der Dunkelheit des Fisches war, Allah hat ihn herausgeholt aus dieser Klemme, aus diesem Problem, aus diesem Tod. Er hat ihn rausgeholt mit Dhikrullah, weil Allah sagte ja, walaula kana min al-musabbihin. Ja, wenn er nicht von denen gewesen wäre, die Allah lobpreisen würden, so wäre er da drin geblieben bis zum Tage der Auferstehung. Ja, im Meer, im Bauch vom Fisch oder im Meer, er wäre darin geblieben, er wäre niemals da rausgekommen bis zum Tage der Auferstehung. Also Nummer 1, dieses Bittgebet, dieses Dhikr, ja, Allah zu gedenken, hilft Menschen aus der Klemme, aus den Problemen, aus jedem Problem. Wenn es bei ihm dieses Problem war und es war der hundertprozentige Tod, so sind alle anderen Probleme, die wir alle haben, viel, viel kleiner und geringer als das und leichter als das. Und allgemein gibt es für Allah nichts, was schwer ist. So hat ihm Allah geholfen. Aber Nummer 1, es war das Gedenken Allahs. Ulaula, an kana min al-musabbihin. Ja, von denen, die Allah gedenken. Nummer 2, was war der Dhikr, den er gemacht hat? Er sagte, La ilaha illallah, Dhikr, ja, also Allah gedenken, connected sein mit Allah. Und Nummer zwei war was? Nummer zwei, es war Istighfar darin, Allah um Vergebung zu bitten. Allah um Vergebung zu bitten war auch mit da drin in diesem Dhikr. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt am Ende des Verses, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Und ebenfalls genauso
retten wir die Gläubigen. Das heißt, diese Art von Dhikr und Allah um Vergebung zu bitten, ist nicht nur eine Hilfe, die er damals geschrieben hat für seinen Propheten, ja, für einen Liebling von ihm, für einen Nahegestellten, für einen Gottesfürchtigen. Nein, nein, nein. Allah sagt hier in diesem Vers, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Und ebenfalls, ebenso retten wir und helfen wir, unterstützen wir, wem? Den Gläubigen, jeder Gläubige. Jeder Gläubige, der ein Problem hat, jeder Gläubige, der Kummer hat und Stress hat mit seiner Ehefrau, mit seinen Kindern, mit dem Staat, mit Krankheit, mit Kummer, mit egal was für ein Problem. Allah Azza wa Jal rettet die Menschen und unterstützt die Menschen ebenfalls mit derselben Sache. Was? Allah zu gedenken und Allah um Vergebung zu bitten. Allah sagt in einem anderen Koranvers, wo wir auch Wunderschönes daraus lernen, liebe Geschwister. Allah sagt im Koran, ich glaube in Surat Al-Anfal, Surah Nummer 8, die Beute. Sagt Allah Azza wa Jal, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah sagt in diesem wunderschönen Vers, O Muhammad, wir werden sie nicht bestrafen, solange du unter ihnen bist. Solange du unter ihnen bist, wird es keine Strafe geben, so komplett Strafe, dass alle bestraft werden auf einmal. Gibt es nicht. Warum? Weil du bist unter ihnen. Das heißt, das Beisein des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Beisein des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist ein Grund dafür, dass die Menschen nicht bestraft werden oder bestraft wurden. Aber diese Sache war ja speziell nur für die Zeit, als er da war. Das heißt, ja, deswegen hat Allah, also, und das ist grammatikalisch, also das kann man aus der Grammatik herausnehmen, liu'adhibahum, liu'adhibahum. Das heißt, in diesem Wortlaut oder in dieser Grammatik steht drin, Allah wird die Menschen nicht bestrafen, die mit dem Propheten waren oder um den Propheten waren, weil er unter ihnen war. Aber sobald er stirbt, ist dieser Schutz vorbei. Direkt im nächsten Satz sagt Allah Azza wa Jal, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Und Allah wird sie nicht bestrafen, solange sie Allah um Vergebung bitten. Das heißt, solange man Allah um Vergebung bittet und fragt um Vergebung, Allah wird einen nicht bestrafen. Und das ist unbegrenzt. Das ist nicht zeitbegrenzt, solange, ja, wie beim Vers davor, sondern egal wann. Davor, währenddessen, danach. Solange sie um Allah um Vergebung beten, Allah wird sie nicht bestrafen. Subhanallah. Und dann, liebe Geschwister, allgemein noch eine wunderschöne kleine Geschichte dazu. Und zwar die Geschichte von Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, einer der vier großen Imame von den vier großen Rechtsschulen des Islams. Er war einmal auf einer Reise und er war alt und er war auf einer Reise und es ist die Dunkelheit gekommen und er war bedürftig und er hatte nichts und es war kalt. So ist er was? So ist er in eine Moschee reingegangen und hat gedacht, ich verbringe die Nacht hier, wenigstens ein bisschen Schutz vor der eisigen Kälte. Und er hat sich gerade hingelegt und wollte ein bisschen ausruhen und da kam der Haris, der Aufpasser, der Hausmeister. Und er sagte zu ihm, hey, was machst du da? Ich wollte ein bisschen schlafen. Der Hausmeister sagte zu ihm, nein, es gibt hier keinen Schlaf. Und er wusste nicht, dass das Imam Ahmad ist. Sonst hätte er ihn vielleicht gelassen. Aber Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, er war nicht einer, ja, einer, der mit seinem Namen, mit seinem Status angegeben hat. Einer, der sagte, hey, weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der größte Imam, ich bin der so und so. Er hat nichts davon erwähnt. Er sagte, lass mich doch bitte ein bisschen ausruhen, es ist kalt und so. Nur ein paar Stunden schlafen. Er sagte, nein, raus. Er hat versucht, er hat ihm gesagt, nein. So ist er rausgegangen und hat sich vor die Tür gelegt. Er hat sich vor die Tür gelegt und hat dort versucht, einfach dort zu liegen und die Nacht zu verbringen, in der Kälte, aber wenigstens vor der Moschee, vor der Tür. Und dann sagte der Hausmeister zu ihm, nein, auch nicht hier. Der so, lass mich doch bitte nur ein bisschen, ein paar Stunden ausruhen. Er sagte, nein, mache ich nicht. Und dann hat er ihn gezogen, diesen alten Mann gezogen, gezerrt auf die Straße. Und es war Nacht und es war dunkel und es war kalt. Und Imam Ahmad, er hat nichts, er hat trotzdem nicht gesagt, ey, ich bin der Imam, ich bin der bekannteste große Prediger, ich bin der so und so, der Schüler von so und so, der Lehrer von... Nein, er hat das nicht erwähnt. Aber wer hat ihn gesehen? Der Bäcker, der nachts seine Brötchen backt, Brot backt und er hat ihn gesehen. Und er ist zu mir gekommen und er sagte zu ihm, oh alter Mann,
ich habe eine Bäckerei, komm zu mir, bei mir ist es wärmer. Und dann hat er ihn mitgenommen. Und dann hat er ihn mitgenommen zu seiner Bäckerei, wo es warm und angenehm war. Imam Ahmed hat sich hingesetzt oder hingelegt und hat diesen Bäcker angeschaut, der angefangen hat zu kneten und zu kneten. Und er sah, wie dieser Bäcker bei jedem Mal, wo er knetete, sagte er, Astaghfirullah. Oh Allah, ich bitte dich um Vergebung. Bei jedem Kneten sagte er, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Imam Ahmed hat sich gewundert über diesen Mann. Und er sagte zu ihm, Bäcker, seit wann machst du diese Sache? Seit wann machst du diese Tat, dass du bei jedem Kneten einmal Allah um Vergebung bittest? Er sagte zu ihm, ich mache das schon sehr, sehr lange. Dann sagte Imam Ahmed zu ihm, hast du etwa etwas Schönes erlebt? Oder ist dir etwas passiert? Oder hast du irgendwas Schönes erlebt dadurch, dass du das machst? Er sagte, ja. Er sagte, Wallahi, ich habe noch nie eine Dua gemacht zu Allah, irgendetwas gefragt, außer dass er mir das gegeben hat. Außer dass er mir jedes Mal meine Bittgebete erhört hat. Außer eine einzige Dua, ein einziges Bittgebet, alle anderen wurden erhört. Er sagte, was ist dieses Bittgebet? Er sagte, ich habe Allah gefragt, dass ich in meinem Leben Imam Ahmed treffe. Dass ich Imam Ahmed ibn Hanbal treffe, rahmatullahi alayhi. Und das ist das Einzige, was Allah mir noch nicht gegeben hat von all meinen Bittgebeten. Und Imam Ahmed ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, sagte, Allah azza wa jalla hat dein Bittgebet erhört und hat mich hingezogen, hierher zu dir gezogen, subhanallah. Möge Allah azza wa jalla uns das richtige Verständnis geben und uns die Möglichkeit geben, Allah azza wa jalla immer um Vergebung zu bitten. Subhanak Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته